Allem Anschein nach läuft da draußen jemand herum, dessen Ge Ja, ich sozusagen zeige erstmal vorab ein paar Bildchen, damit die Leute alle im Bilde sind. Das ist nochmal das Forum, das hatten wir eben schon, und jetzt geht's hier weiter mit mal so ein paar Bildchen. Das ist jetzt Bilder von mir. Das ist das neueste Foto von mir, das sehe ich. Ich weiß gar nicht, ob man mich da erkennt. Ne? Und das ist nochmal ein Foto vom Öff-Öff. Und hier die Gela. Ne? Und das haben wir ja als Bilder jetzt. Ja. Und dann kann ich ja loslegen. So viel als Einführung. Wir sprechen ja auch über die Partei des Gemeinwohls immer wieder mal. Und ich fange aber mal so an. Ja, so, es kann losgehen. Ja, meine Befürchtung kennt ihr ja schon, aber die will ich mal so formulieren. Dieses Universum mit DNS-basiertem Leben erlaubt möglicherweise einfach kein glückliches Leben, weil alle Arten mit sehr großen Gehirnen eventuell alle gemeinsam die Marktwirtschaft immer wieder erfinden, weil das einfach eine Durchgangsphase ist, dass der Tauschhandel einfach jeder Art, die ein großes Gehirn hat, als attraktiv erscheint, man dabei nicht sieht, dass das gefährlich ist und dass am Ende sowas wie der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft rauskommt und dann alles zerstört wird, die Erde zerstört wird, im Moment schon der Weltraum verdreckt wird, der Müll liegt schon im Weltraum, die Meere sind verdreckt, alles wird vermüllt und alles wird kaputt gemacht, die Menschen, die Lebewesen werden unglücklich, egal welches Lebewesen ein großes Gehirn hat. Und wenn es dann unglücklich wird, dann sozusagen, dann kauft es maximal viel und dann freut sich die Marktwirtschaft oder hat sie Erfolg und dann tritt was ein, nämlich dass dann auch noch die Sparten sozusagen, die Diktatur der Sparten dazu führt, dass dann auch noch die Gehirnevolution beschädigt wird und dann die Lebewesen immer wieder immer kleinere Gehirne entwickeln und aufgrund der immer kleineren Gehirnkräfte wird ihre Geisteskraft auch immer schwächer und sie schaffen es nicht mehr, die Marktwirtschaft zu verstehen und zu reflektieren und deswegen sind die meisten Menschen jetzt hier heute nicht bei uns, sondern amüsieren sich irgendwo in der Marktwirtschaft und auch wenn sie dann an irgendwelchen kritischen Projekten teilnehmen, denken sie, sie würden damit die Welt retten und verbessern. In Wirklichkeit machen sie einfach mit in der Marktwirtschaft. Also dieser Satz, wer will wirklich aussteigen und aufhören mit dem Mitläufertum, da finden sich kaum jemand. Ne? Das ist so. Und in letzter Zeit habe ich sogar den Eindruck, es wird im Moment gerade schlimmer, die Hörigkeit gegenüber der Marktwirtschaft, im Moment so die Tendenz so in der Gesellschaft, wir 70% haben Recht und haben die Wahrheit und wir dulden gar keinen Widerspruch mehr, wollen wir auch gar nicht mehr hören, das interessiert uns alles nicht mehr. Andersdenken ist uninteressant. Ich habe sogar im Scherz gesagt, wir sollten einen Volksempfänger einführen, eine Sprache, eine Stimme, eine Linie, alle denken das Gleiche, alle sagen das Gleiche und so ist gerade die Marktwirtschaft wieder perfektioniert, ne? Und ja, in meiner in dem Projekt Gemeinwohlgemeinschaft, Bonobo-Schenker Kommunistische Gemeinschaft, Köln Süd, sind ja auch alle Lebensformen angedacht, ja, wir können ja auch verschiedene Wohnungen anmieten und so weiter und dann können da alle Lebens- und Liebesformen gelebt werden, aber für mich ist eben auch die Gruppenehe ein mich interessierendes Unterexperiment sozusagen, als eine mögliche Lebensweise und warum, ja? Da gibt es ein entscheidendes Argument, was wir noch nie hier gehabt haben, nämlich hätte der Mensch in der Evolution die Möglichkeit gehabt, bisher jedenfalls, dass er die Geisteskraft zur Steuerung des Unterbindens, des Schlechtes tun, hingekriegt hätte, hätte er also mit der Geisteskraft über die DNS regiert,
Während die Biologen ja sagen, die DNS bestimmt über den Geist und der Geist ist nur der Sklave der DNS. Ne? Also die Biologie sagt ja, das Gehirn ist nur eine Dienstmagd, ein Instrument, ein Werkzeug und damit aber auch der Geist, ein Werkzeug der DNS, quasi der Sklave der DNS, weswegen er dann auch anfällig dafür ist für Selbsttäuschung, Selbstbelügen, Selbstbetrügen und das Betrügen anderer und sei. Und wenn jetzt der Mensch es geschafft hätte, auch ohne diese von mir ja sogenannte Gruppenehe, ihr wisst, was ich meine, die urmatriarchale, pazifistische, bonoboschenka-kommunistische, polyamore, weiblich-bisexuelle, männlich-potenziell bisexuelle Gruppenehe, wie es korrekt heißen muss, aber ich sage ganz kurz nur noch Gruppenehe dazu, dass diese Gruppenehe, die wurde ja von der Evolution erfunden, weil die Evolution keinen anderen Weg gefunden hatte, sozusagen unser Leben frei zu machen von Rivalentötung und frei zu machen von Kindertötung. Gut, aber das muss ich in meinem nächsten Beitrag nochmal aufgreifen, weil die Zeit leider schon wieder um ist. Und damit gebe ich weiter an den Öffi. Ja, also ich will ja wieder sozusagen erklären, also ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich möchte auch in die Gemeinwohlkommune Köln, vielleicht mit vielen angemieteten Wohnungen drumherum und so weiter, dass die alle verschiedenen Lebensformen ausprobiert, experimentell. Ich will aber auch, selber bin ich interessiert daran, dass vielleicht auch mal darunter das Experiment einer Gruppenehe entsteht. Und jetzt wollte ich mal zeigen, hier an dem Schaubild, für Gela, für dich vielleicht wichtig zu schauen, dass ich habe hier so ein Schaubild, wo ich jetzt viele Gruppen zeigen kann. Der Öffi sieht das ja, du kannst es jetzt nicht sehen, aber wir hatten also früher in der Evolution, das ist jetzt die Begründung, das ist sehr wichtig auch für euch, weil es für mich die Begründung ist, warum ich sozusagen fürchte, dass wir die Hilfskorsette brauchen, die da heißen Gemeinwohlwirtschaft, also das Gute tun zu belohnen, damit eben Profite auf Kosten der Menschheit unmöglich gemacht werden, was ja auch eben Gela so angesprochen hat, dass dieses marktwirtschaftliche System so zerstörerisch ist. Alles Zerstörerische würde durch die Gemeinwohlwirtschaft politisch unterbunden werden, weil es einfach finanziell abgestraft würde. Und das zweite Korsett sehe ich als Stützkorsett der Menschheit, sehe ich die Gruppenehe an, denn diese hat sie nicht ohne Grund erfunden. Und das ist der Grund, warum ich selbst dazu neige, selber in einem Gruppenehe-Experiment einer Unterabteilung der Gesamtkommune Gemeinschaft Köln Süd zu leben, nämlich in der Unterabteilung Unterexperiment Gruppenehe, weil wir hatten die Ausgangsgruppen waren eigentlich eher löwenartige Säugetiere. Also unsere Vorfahren waren irgendwann mal eher so, dass sie uns eher an Löwenartiges erinnert hatten. Da kämpfen die Männer mit den Männern und töten andere Männer. Das ist also Rivalentötung, ist ein Kostenfaktor, ist ein Verlustfaktor, ist grausam und verlustreich. Und dann töten die Männer zum Beispiel noch die neugeborenen Kinder. Das ist auch verlustreich. Das ist riesige Kosten. Und dann hatten wir als nächste Übergangsstufe die gorillaartige Übergangsstufe. Da wird zwar nicht mehr so viel Kinder getötet, aber es werden die Gorilla-Männer töten immer noch andere Gorilla-Männer. Und wenn wir das jemals beobachten könnten, es gibt noch keine Filmberichte offensichtlich darüber, würden wir wahrscheinlich feststellen, wenn zwei Gorilla-Männer dann wirklich mal um einen Harem kämpfen, dann würden wir wahrscheinlich auch feststellen, dass diese Gorilla-Männer mit ihren riesigen Eckzähnen nicht nur den Rivalen töten oder vertreiben, sondern auch dann die jungen Kinder töten werden, der Gruppe, die sie erobern.
ähnlich wie bei den Löwen. Also das heißt, das ist alles total grausam und die Evolution sucht jetzt natürlich nach einem billigeren System. Also, denn es ist ein enormer Energieverlust, wenn die Rivalen getötet werden und die Kinder getötet werden. Und dann hat die Evolution einen Weg, dann hat sich also ein Weg gefunden, dass künstlich die Sexualität ausgeweitet wurde, dass also plötzlich sexuelle Lustmöglichkeiten entstanden sind, die weit über alles Vorherige hinausgegangen sind, aber einen kleinen Vorteil hatten, dass sie zwar auch teuer waren, aber billiger waren als die Kindstötung und die Rivalentötung. Nämlich, wenn dann nämlich bei den Bonobos alle Frauen mit allen Frauen Sex haben, ist das zwar eine völlig sinnlose und energievergeudende Tätigkeit, weil da können ja keine Kinder draus resultieren. Also wenn ich will es gerade mal kurz hier zeigen. Ja, also es ist ja nicht möglich, dass daraus jetzt neugeborene Kinder entstehen, denn die weibliche Bisexualität und die männliche Bisexualität oder der homosexuelle Anteil erzeugt ja keine Kinder, sondern ist ressourcenmäßig ein reiner Verlust. Aber warum hat jetzt die Evolution diesen Verlust in Kauf genommen? Weil es sich herausgestellt hat, dass der Energieverlust durch diese viele Sexualität geringer ist als der Verlust, wenn Frauen gegenseitig sich die Kinder töten aus Konkurrenzgründen und aus Rivalitätsgründen und aus Gründen der sozusagen Ressourcenvorteile, so nach dem Motto, ich will, dass mein Kind viel zu fressen hat, aber dafür müssen die Kinder der anderen Frauen sterben. Diese Tendenz bei uns Säugetieren, die war damit beendet und war abgeschafft. Und das war offensichtlich billiger, also die vorherige Kindertötung war verlustreicher als die Zeitvergeudung durch die Sexualitätsausweitung. Und diese Sexualitätsausweitung letztendlich war also quasi ein Riesenverlust, aber immer noch ein kleinerer Verlust, als Rivalentötung weiterzumachen und Kindertötung weiterzumachen. Und jetzt kommt der Punkt, wenn jetzt die Geisteskraft ausgereicht hätte, sozusagen die Steuerung zu übernehmen und die Rivalentötung und die Kindertötung und anderes Schlechtes tun zu unterbinden, dann hätte die Sexualität in uns allen reduziert werden müssen. Das hätte man dann sofort gesehen, denn wenn die Geisteskraft das schafft, dann stellt die Evolution sofort die Verschwendung ein und baut die Verschwendung ab. Und dann hätten wir vielleicht alle nur noch eine Woche im Jahr Brunftzeit und nur noch in dieser Zeit werden die Kinder gezeugt sozusagen. Und ansonsten ist Sexualität völlig uninteressant, weil wir ja per Geisteskraft das gute Tun erzeugen können. Aber die Evolution hat diesen Weg bisher noch nie gefunden. Also Öffert, was du versuchst, ist quasi etwas zu machen, was die Evolution nicht hingekriegt hat. Du versuchst quasi etwas Neues, also etwas Neues in der Geschichte des Lebens zu bringen, nämlich etwas, was die Evolution von sich aus bewiesenermaßen nicht hingekriegt hat und diesen Beweis werde ich nachher nochmal vertiefen. Also, ich gebe weiter an Öffert. Ja, und ich werde wieder kurz sagen, warum setze ich sozusagen auf diese beiden Korsette, auf die Korsettlösung. Also der Öffi setzt und hofft und experimentiert damit, dass die Kraft des Geistes sozusagen für das gute Tun, für das Tun des Sinnvollen, der Skobel hat es in seiner Sendung gerade vor ein paar Tagen gesagt, Gemeinsinn, den Gemeinsinn entwickelt, also Verantwortungsbewusstsein, Gemeinsinn entwickeln, Gemeinwohlsinn entwickeln, Gemeinwohlsinn bilden, Verantwortungsbildung, so habe ich Öffi verstanden. Warum setze ich auf die experimentellen Teile unserer Gesamtprojekte, die sagen, im Politischen brauchen wir das Korsett der Gemeinwohlwirtschaft, also die Partei des Gemeinwohls, PDG, da kommen wir nicht drum rum als Frackpartei sozusagen, weil dieses Korsett, das einfach dieses schlechte Tun, ganz egal, ob der Mensch sich vorteilbringende Irrtümer einredet und die glaubt, also zum Beispiel der Supermarktleiter eben glaubt,
Zucker ist harmlos und verantwortbar und es auch gar nicht so genau wissen will, weil eben sein oberstes Gebot ist, die DNS, und die DNS befiehlt dem Gehirn, beuge dich, der interessiert dich nicht für die Wahrheit, sondern das, was dir Milliarden bringt, das ist schon in Ordnung, weil das bringt dir Milliarden. Ne? Und allein das, diese kranke Logik sozusagen. Ja, und jetzt bei der sozusagen bei der bei diesem Korsett Wohlfühlstimme, Gemeinwohl, Wirtschaft und so weiter, wird ja quasi gemessen, was mit den Kunden passiert, und dann wird festgestellt, aha, dieser zuckergläubige Marktleiter vergiftet die ganzen Menschen und macht seine Kunden krank, und deswegen wird er finanziell abgestraft, damit er wenigstens für das schlechte Tun keine Beute mehr kriegt. Und entweder er denkt dann um und fängt dann an, wirklich darüber nachzudenken, ob Zucker wirklich gesund ist für die Menschen oder was wirklich gesund ist, oder er geht eben pleite. Und das ist dieses Zwangskorsett. Und ich glaube, dass es ohne dieses Zwangskorsett nicht funktioniert, weil ich greife nochmal das auf, was ich vorhin schon angefangen hatte, was heute mich beschäftigt, nämlich, dass sozusagen die Evolution quasi gezeigt hat, dass sie bisher jedenfalls, gab es noch nie die Möglichkeit, dass über Geisteskraft das schlechte Tun verschwand. Sonst hätte nämlich die Krücke Ausweitung der Sexualität nicht stattfinden dürfen. Und dass die Sexualität ausgeweitet wurde, ist ganz klar. Es gibt bisexuelle Frauen, die Bonobo-Frauen sind hundertprozentig bisexuell. Und die allein schon diese sexuelle Handlung ist wäre völliger Quatsch, wenn irgendwie dort eine geistige Steuerung funktionieren würde. Dann würden nämlich die Frauen sich gegenseitig nicht, die Kinder nicht töten, weil sie Verantwortungsgefühl haben und Verantwortungsbewusstsein haben und einen Gemeinsinn entwickelt haben und einen Gemeinwohlsinn entwickelt haben. Aber die Evolution hat gesehen, nee, die können das nicht, also gebe ich ihnen das Liebesgefühl über den Sex, gebe ich ihnen das Liebesgefühl ins Gehirn, und offensichtlich kann dann das Gehirn nicht gleichzeitig die Kinder der Frauen töten, mit denen man Sex hatte und mit denen man Orgasmen verbindet und mit denen man Liebesgefühle verbindet. Und die Evolution hat keinen anderen Weg gefunden, auch bei uns Menschen bisher nicht, denn auch wir haben vielfältige sexuelle Bedürfnisse. Es gibt Frauen, die ihr ganzes Leben bisexuell leben, die also Frauen auch, die homosexuell leben, ihr ganzes Leben. Also offensichtlich gibt es diese ganze Genetik dafür, denn wenn wir nur eine Woche im Jahr Sexbedürfnisse hätten und die dann auch nur gegenüber den Partnern, mit denen wir dann auch Kinder zeugen wollen, dann bräuchte es dieses ganze sexuelle Trara gar nicht geben, diese ganzen Liebesbedürfnisse, sondern dann würden wir durch ganz andere Tätigkeiten Glückserlebnisse haben. Aber wir sind so. Wir haben diese ausgeweitete Sexualität nicht nur bei den Bonobos, sondern überall bei den Menschen. Die Pornoseiten im Internet, die Sexseiten, sind die meistgefragten Seiten des gesamten Internets, ja. Also offensichtlich ist diese Ausweitung der Sexualität bei uns da, und jetzt das beweist, sagen die Biologen, das beweist rückwärts, dass die Geisteskraft zumindest bis heute es noch nie geschafft hatte, wirklich die Herrschaft über die Menschen zu übernehmen. Denn sonst bräuchte es diese Hilfskrücke, Liebesgefühle und Tötung verhindern durch Liebesgefühle, bräuchte es ja nicht. Ja? Und denn die Evolution würde, und letzter Satz dazu, mach dich bereit, die Sexualitätsausweitung, also die Sexualität würde ja sofort abgeschafft werden, weil die Evolution immer alles, was nicht nötig ist und Energie kostet, sofort unterbindet, wenn eine andere Lösung dafür da ist, die weniger Energie kostet. Und wenn die Geisteslösung sozusagen die Herrschaft jemals in der Menschheitsevolution gewonnen hätte, dann hätten diese Gruppen wegen ihres Ressourcenvorteils erst dann die Sexualität eingestellt, nach und nach über Mutation und Selektion, und dann hätten wir heute nur noch Menschengruppen auf der Erde, die allesamt
fast nie Sex machen würden, fast nie an Sex denken würden, einmal eine Woche pro Jahr, eine Brunftzeit vielleicht, oder alle 10 Monate einmal, ja, von wegen 9 Monate Schwangerschaft. Und ansonsten hätten sie das nicht. Und das wird von den Biologen verstanden als ein Rückbeweis, dass die Geisteskraft eben der DNS gehorcht und nicht, dass die Geisteskraft über die DNS herrscht. Ich gebe wieder weiter bis zur nächsten Runde. Also Öff, du bist dran. Ja, danke an meine Vorredner. Ja, das ist ja eben ganz entscheidend, zentral, dass eben wir, dass alle Menschen auf das Thema Sexualität in der Marktwirtschaft eben eigentlich irgendwie sich unwohl fühlen dabei. Und das ist doch gerade das Wichtige, dass eben Schimpansen, Bonobos, alle anderen menschenähnlichen Lebewesen niemals sich unwohl fühlen bei dem Thema Sexualität, sondern das sogar oft in ganzer Öffentlichkeit tun und überhaupt nicht. Aber wir Menschen sind durch die Marktwirtschaft eben, haben Scham anerzogen bekommen, die andere Lebewesen gar nicht kennen und so weiter. Wir haben alle diese Dinge, aber ich spreche das ja nur deswegen an, weil es der Punkt ist, dass die biologischen Überlegungen letztendlich sagen, dass eventuell manche Dinge gar nicht gehen, weil die Natur so ist. Also wir sehen ja daran, zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt ja in der letzten Woche, habe ich 10 Euro ausgegeben, habe am Polyamorie- und Bisexualitätsforum teilgenommen, an einer Partnerbörse quasi. Die Gemeinwohlkommune Köln-Süd beschrieben, übrigens das als Hinweis, ich verstehe das ja so, mitmachen kann da jeder, wie Öff ja schon oft gesagt hat, der sich einfach nur ein bisschen nützlich macht und der damit klarkommt, dass man einen Schlafplatz abends hat und dann vielleicht noch nachmittags nochmal eine Schlafzeit hat und ansonsten auch vielleicht ein bisschen mithilft bei dem, was wir in der Stadt machen. Ich war heute mit 3 Schaubildern unterwegs und habe ständig gesprochen, in der Musik ständig Pausen gemacht, weil ständig Interessenten da waren, die dann auch die Flyer mitgenommen haben und so weiter, die ich ja vorhin schon eingeblendet habe und so weiter. Viele tolle Gespräche. Aber sozusagen, ich will es mal so erklären, wenn wir die Gemeinwohlwirtschaft einführen, aber auch dafür tut ja kaum jemand etwas, ja? Wenn wir die Gemeinwohlwirtschaft einführen, Öffi, du bist immer noch nicht weit rechts genug, stell doch mal deine Kamera so um, dass das automatisch geht, dass du automatisch etwas weiter rechts bist. Es ist quasi so, die Gemeinwohlwirtschaft, wenn ich jetzt Leute hätte, die die Gemeinwohlwirtschaft durchziehen würden, die Partei hochziehen würden, jetzt bei den Landtagswahlen antreten würden und so weiter, dann bräuchte ich gar nicht mehr über Sexualität zu reden, weil das passiert dann ganz von selber. Weil wenn die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften entstehen, weil die Ärzte ja Geld verdienen wollen, dadurch, dass ihre Patienten immer glücklicher und gesünder werden, dann wird's von sich aus werden diese Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften mit Gemeinschaftsleben experimentieren, mit Kommunenleben. Und dann werden sie auch experimentieren damit, ob eben die Gruppenehe glücklicher macht und gesünder macht auf Dauer als oder andere Lebensformen, homosexuelle, bisexuelle, polyamore, Single-Lebensweisen, monogame Lebensweisen, heterosexuelle, monogame Lebensweisen. Das werden die Hausärzte alles ausprobieren, weil sie auf der Suche sind nach dem, wo die Menschen am Ende am gesündesten mitleben und am gesündesten mit zurechtkommen. Und im Moment war es ja so, dort habe ich viele nette Antworten bekommen, die sagten, es ist ein tolles Projekt, diese Kommune, Gemeinwohlkommune Köln-Süd, mit Polyamoren, Gruppenehemöglichkeiten und so weiter. Aber niemand war wirklich bereit, wirklich einfach mal zu machen und zu kommen. Weil die alle mit der Marktwirtschaft als erstes verheiratet sind und erst danach Polyamor sind und erst danach bisexuell sind die Frauen und so weiter. Ja? Und immer erst danach.
Ja, also immer als erstes sind sie alle mit der Marktwirtschaft verheiratet. Und das muss so bleiben. Die Marktwirtschaft über alles. Und dann, ja, ja, toller Traum, diese Kommune, aber leider kann ich nicht. Ich bin gebunden da. Marktwirtschaft, Marktwirtschaft. Ich bin gebunden, ja, Marktwirtschaft, ja. Und da ist genau der Punkt, dass die Biologie mir ja quasi gesagt hat, und bis jetzt glaube ich ihr halt, dass wenn man Kommune probiert und hat die Gruppenehe nicht, dass man dann lauter emotionale Probleme bekäme. Nämlich, dass die Leute, wenn sie nicht in der Liebe miteinander sind, zwar nicht, niemand wird hingehen heutzutage offen ein anderes Kind zu töten oder niemand wird aus Eifersucht in der Kommune einen Rivalen töten. Aber es wird Spannungen geben, emotionale, gefühlsmäßige Spannungen, die in diese Richtung gehen, würde jetzt die Biologie behaupten. Und das könne die Geisteskraft nicht verhindern, weil es sich hier um genetische Programme handelt, die in unserem Genstand da sind und die immer wieder für so Ärger sorgen werden und würden, wenn wir, weil in der Kommune sozusagen diese Spannungen immer wieder auftauchen, weswegen, jetzt die Biologen würden sagen, weswegen auch FF ja im Prinzip im Moment monogam lebt. Und ich weiß jetzt nicht, der Louis lebt im Moment auch monogam und so weiter, weil eben wenn die wenn eine größere Gruppe entsteht, entstehen dann nämlich erst die Probleme, die kommen nämlich erst ab einer gewissen Gruppengröße. Aber ich kann es so schlecht erklären, aber ich muss weitergeben, weil meine Zeit schon wieder zu Ende ist. Öff, du bist dran. In der nächsten Runde habe ich ja nochmal Zeit zu erklären. Wir haben ja erst 20 vor 10. Ne? Ich gehe darauf gleich nochmal ein. Öff, du bist dran. Ja, ganz kurz zu deiner Frage, ganz kurz. Das sehe ich tatsächlich ja so, dass ich mit einem lachenden Auge sehe, dass immerhin die weibliche Homosexualität nicht mehr so verteufelt wird und die männliche homosexuelle Anteile nicht mehr verteufelt werden, aber mit dem weinenden Auge, dass es eigentlich nur toleriert wird, wenn es brav monogam ist, weil der monogam lebende Mensch ist nun mal der beste Konsument, das hat sich herausgestellt in der Marktwirtschaft, die Ehe wird ja in der Marktwirtschaft geduldet und gefördert. Es ist ja nicht so, dass die Marktwirtschaft nur Singles erzeugt, sondern sie erzeugt ja eben Single und Paare. Ja? Aber was sie nicht zulässt, wo die Gesetzeslage auch noch Probleme hat, aber da soll es auch Tendenzen geben, da hat die FDP irgendwas drüber gesagt, dass auch Gruppen demnächst Ehestatus bekommen sollen, also Gruppenehen. Ja? Also, oder dass eben Polyamores auch dann Ehestatus bekommen soll staatlich, das würde ich dann als Fortschritt sehen. Das würde ich dann als großen Fortschritt sehen. Ich will es jetzt aber nochmal erklären und auf Öffs nochmal eingehen. Ich reite ja an diesem Thema nicht rum, also das nochmal als Hinweis, weil das jetzt eine Marotte von mir sei. Ich lebe ja seit längerer Zeit auch ohne Sex und ich kann auch ganz gut ohne Sex leben. Aber wissenschaftlich ist das eben das höchste Niveau der naturwissenschaftlichen Überlegung, dass sie sagt, Gemeinschaften scheitern können immer wieder daran scheitern, dass wenn dann mehrere Leute zusammen sind und dann ein Teil monogam lebt, dass dann immer so etwas entstehen wird, dass zum Beispiel die anderen Männer der Gemeinschaft irgendwie immer kämpfen müssen mit aversiven Gefühlen gegenüber den Kindern, die aus der Monogamie entstanden sind und dass immer mögliche Eifersüchteleien entstehen können, dass diese anderen Männer sich zum Beispiel mit der monogamen Frau in die monogame Frau vergucken können und daraus emotionale, eifersüchtige Spannungen entstehen können, heimliche Liebesgefühle, die zu Spannungen führen und so weiter und dann auch dieses Kind nicht so richtig geliebt werden kann und so weiter. Und das war die Argumentation von vorhin, dass also nochmal öffnet, dir ganz nochmal ganz klar zu sagen, die biologische Logik sagt, Sex ist Verschwendung.
Wenn beim Sex nicht unmittelbar ein Kind rauskommt, ist das reine Vergeudung. Und die Evolution hat immer eine Tendenz, Vergeudungen abzuschaffen. Die Frage ist doch nur, warum sind wir so vergeuderische Tiere? Warum haben Menschen so viel Sex im Kopf, anstatt nur einmal die Woche, eine Woche pro Jahr, eine kurze Brunftzeit zu haben und nur dort sich dann mit Sex zu beschäftigen, dort die Kinder zu zeugen, die nötig sind, vielleicht im Sinne auch einer verantwortungsbewussten, vernünftigen Zuchtwahl, ja, die nötigen Kinder zu zeugen und ansonsten Sex wegzulassen. Das könnte die Evolution jederzeit herstellen. Warum konnte sie es nicht? Weil sie diese Orgasmen brauchte als Gefühle, um die Frauen dazu zu bringen, dadurch, dass sie Orgasmen mit anderen Frauen hatten, hatten sie quasi im Gehirn Liebesgefühle gegenüber dieser Frau und diese Liebesgefühle vertrugen sich nicht damit, das Kind dieser Frau zu töten. Das ging dann nicht mehr. Und dafür hat die Evolution diese Ausweitung der Sexualität erzeugt und beibehalten. Und wenn die Frauen mit allen Männern der Gruppe Sex haben, dann weiß eben niemand mehr, wer der Vater welches Kindes ist. Und dann kann es nur väterliche Gefühle allen Kindern gegenüber geben, weil eben der Mann ja gar nicht erkennen kann, welches Kind nicht von ihm ist und welches von ihm ist. Also kann er gegenüber den Kindern, die nicht von ihm sind, gar keine aversiven Gefühle entwickeln. Während in jeder normalen Gruppierung, wenn du und Anke zum Beispiel, ja, eine tolle Frau, ja, also wenn jetzt da ein paar Männer, mehrere Männer, du hast ja einen männlichen Mitbewohner, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn da jetzt mehrere Männer noch dabei wohnen würden und mehrere Frauen, aber mehrere Männer auch alleine wären, dann würden sich irgendwelche Männer in die attraktive Anke vergucken und würden vielleicht Gefühle ihr gegenüber entwickeln und würden sich verlieben, ja, und da würde immer eine emotionale Spannung entstehen, ja. Und gegenüber deinem Sohn, dem Yoshi, würde immer wieder eine emotionale Spannung entstehen, weil diese Männer ja wissen, dass dieses Kind nicht von ihnen ist. Und Männer haben nun mal auch das genetische Programm, auch dann sich zu wünschen, ein Kind mit Anke zu zeugen, aber der Yoshi, der stört eigentlich nur. Ja, der kann weg. Ja, und diese emotionalen, unterschwelligen Spannungen, die dort vielleicht niemand aussprechen würde, weil wir ja alle verantwortungsbewusst das Gute wollen für die gesamte Gemeinschaft. Verstehst du, Gela, warum ich darüber spreche, ist, weil die Biologen sagen würden, manche Dinge gehen gar nicht. Ja, weil wir eine bestimmte Genetik haben und diese Genetik zu bestimmten emotionalen Spannungen in Kommunen führt und die meisten Kommunen scheitern ja daran, dass sie nicht glücklich sind, auch das Z ist nicht glücklich, weil ich würde quasi dem Zeck sagen, da ihr nicht die richtige Gruppenehe praktiziert, kann es bei euch nichts werden, weil ihr zu viel emotionale Spannungen immer wieder daher bekommt, weil ihr eben nicht ganz raus seid aus der Marktwirtschaft. Ihr müsst alle Tabus abwerfen und eine echte Gruppenehe praktizieren. Dann werdet ihr ein Erfolgsmodell. Ja? Und deswegen ist das so, diese Diskussion so wichtig. Ich gebe weiter. Darf ich mal mitreden? Ja, mach ruhig, du hast ruhig noch Zeit aufzuholen. Du hattest vorhin etwas weniger Zeit, kannst ruhig jetzt ein bisschen was sagen. Also, ich habe ja 5 Kinder großgezogen, meine eigenen. Und sozusagen im Alleingang.